Aha, es hat geklappt. Danke. Ach ja. Ich hatte diesen Monat einen Kampf mit der Ingrid Rasselberg. Die hat mich Wieso das? fast gedroht und so weiter, mich zu verklagen bei YouTube und so weiter. Und Warum dann hat sie das? mir noch verboten, ich hatte dann auch noch bei den letzten Videos dann so ein Bild, wo ich ja auf ihre Videos eingehe, die ich dann kommentiere. Dann hatte ich ja bloß das Eingangsbild von diesem Video. Das hat sie dann, oh, ist verboten und so weiter. Ich muss das sofort rausnehmen. Wie kann man als angeblich aufgeweckte Person so klein Ja. und so auch so bösbarlich, so richtig drohend letztendlich dann zu reagieren, wa? Naja, ist Geschichte. Ja, wie habt ihr euch jetzt letztlich geeinigt? Überhaupt nicht. Die will Ja. ja noch nicht mal meine Videos angucken und so weiter, aber er erlaubt sich da Urteile, verstehst du? Naja. Wie kann man da so sein? Naja. Ja, gut. Ihr habt Nein. euch doch mal ganz gut vertragen. Ja, Na gut. eben, aber sie hat ja mittlerweile auch zugegeben, selbst wo ich denn 22 zu ihr war, dass sie da schon dicht gemacht hat und nicht mehr von der Informationsenergetik wissen wollte, fast. Die will eben im Prinzip nicht auf von ihren Wolkenkuckucksheim losfliegen, weißt du. Die merkt nicht, dass er Flügge ist, aber bleibt da hocken und sitzen. Braucht bloß ihre Bestätigung immer von ihrer Community, weißt du. Und je, so also wie da einer mal ein bisschen anderer Meinung ist, das kann sie nicht ertragen irgendwie. Das geht ja total gegen die Hutschnur. Naja, gut. Schade, aber ist so. Schade, leider, leider. Es hätte ja gut was werden können mit uns. Hat ja so gut angefangen, aber sollte eben nicht sein. Ist Geschichte. Ich hätte mal wieder zwei Themen. Du hast zwei Themen. Ach, das ist ja ein Ding. Ja, das ist ein Ding, ne? Ich habe sicherlich noch mehr, aber Ja. die zwei sind mehr oder weniger kürzlich sozusagen auf mich zugekommen. Na dann. Da ist mir wieder mal klar geworden, wie wenig ich eigentlich über manche Zusammenhänge wirklich weiß. Und zwar konkret geht es darum, dass wir ja meinen zu wissen, wie die Abstände zwischen den Planeten und die Abstände zur Sonne jeweils sind. Und ich habe ehrlich gesagt keine rechte Ahnung, wie man diese Entfernungen überhaupt festgestellt oder berechnet hat, denn ich brauche eine Reihe andere Größen, um festzustellen, wie groß die Entfernung zum Beispiel der Erde zur Sonne ist. Das Einzige, was ich definitiv weiß und messen kann, ist die Umlaufzeit der Erde um die Sonne und die Größe der Erde. Die kann ich leicht messen, aber schon die Masse der Erde ist ja mehr oder weniger nur ein Schätzwert. Und ja, also was weißt du darüber, wie man diese Größen bestimmt hat? Ich kenne mich da auch nicht aus, wie man diese Größen bestimmt, aber es gibt ja da Berechnungsformen, letztendlich nach Newton und so weiter, wo man das wahrscheinlich dann auch abgleichen kann und so weiter. Bestimmte Abstandsmessungen kann man ja vergleichen, zumindest kann man heute sehr genau den Abstand zwischen Erde und Mond rauskriegen, weil sie ja da so eine Laserteile aufgestellt haben und so weiter und merkt ja auch, dass der Mond immer mehr abbaut und so. Also das ist ja auch alles Fakt und so. Und es ist ja nichts gleich. Es ändern sich ja ständig da die Entfernungen und so weiter. Und nun ist ja auch nicht klasse gleich bleiben, die sind ja keine Kreisbahn, sind ja auch Ellipsenbahn, da ändert sich ja auch ständig was. Ne? Ja, klar. Und in dieser Wechselwirkung zwischen den Massen und den Abständen und den Geschwindigkeiten, denke ich mal, kann man doch schon einigermaßen genau auch rauskriegen, in welcher Entfernung die einzelnen Planeten zueinander sich bewegen. Auf Millimeter möchte ich da mal aber nicht sagen, aber plus minus, sagen wir mal so, meterweise dürfte das eigentlich auch so einigermaßen stimmen. Ich frage aus folgendem Grund. Ne? Ja. Es gibt ja sehr viele Hinweise darauf, dass die Erde hohl ist und im Inneren auch bewohnt ist, belebt ist. Ob das so stimmt, mag dahingestellt sein. Ich lasse mich da auf solche Spekulationen nicht ein. Also. Möglich ist es. Ja. Möglich ist es nicht, aber auf solche Spekulationen lasse ich mich da ja nicht von vornherein ein, letztendlich.
Also es sind nicht nur Ja, Spekulationen. eine, weil ja auch die Kavitation nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Wenn die Kavitation so wäre mit Anziehung, dann könnte man das schon sagen, und das eigentlich im Inneren der Erde, weil es ja von außen und von innen anzieht, ein Hohlraum sein müsste. Aber die Kavitation arbeitet ja ganz anders. Und da treffen sich ja wirklich die Quanten nachher im Zentrum der Erde und so weiter. Und da möchte ich noch fast bezweifeln, dass dann die Erde dann wirklich hohl ist drin, ne? Weil die wächst von innen heraus, ja, aber hohl ist sie nicht. Also, wenn man natürlich nach der Gravitationsanziehung gehen würde, dann könnte man das vermuten. Aber wie gesagt, die Gravitation ist ja ganz anders, als wie man sich das bei diesen Überlegungen dann vorstellt, ne? Also es gibt ja zumindest diese Buchreihe Talos von weiß ich wie, Ja, es gibt viele Buchreihen, ja. von der Jasinski über das Leben in der Erde. Ja, aber wie weit das Spekulation ist und wie weit das Wahrheit werden ist, können wir doch gar nicht beurteilen. Gut, Man das kann ist das zur Kenntnis nehmen, aber beurteilen von unserem Ort aus hier und so weiter lässt sich doch sowas nicht darum, ja. Und auf solche Spekulationen, also man nimmt es zur Kenntnis, aber ob es wirklich wahr ist, mag dahingestellt sein, aber Na ich gut. denke mal nicht, dass die Erde in hohl ist, letztlich, ne? Nein. Ja, gut. Also natürlich kann man Selbst diese. die Sonne ist ja kein, wie man sich immer sagt, so ein Gaskörper und so weiter. Da hat ja selbst schon der Humboldt in seinem Kosmos geschrieben, dass die Sonne letztendlich einen schwarzen Kern hat und so weiter, dass da eine ganz andere Sachen existieren. Und die hat ja wohl auch, wenn man so will, die Dichte von einem Fünftel der Erde und so weiter, wenn man es insgesamt nimmt. Also kann das ja auch nicht mit Helium und Wasserstoff überhaupt ja auch nicht stimmen, auf Deutsch gesagt. Und wie gesagt, da war ja der Humboldt schon weiter, als man sich das heute so vorstellt, ne? Also, es mag vieles. Es ist ja auch, es kassiert ja auch so viel Spinnerei und so weiter. Und wir können von unserem Standort aus das nicht entscheiden, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Und darum, was man nicht entscheiden kann, ja, das nimmt man zur Kenntnis, aber darüber kann man nichts aussagen, ne? Also ich sage immer nur über Sachen aus, wo ich, was ich verstanden habe, was ich begriffen habe und was denn auch wirklich einen Wahrheitswert beinhaltet. Ob das mag dahingestellt sein, weißt du? Und da gibt es so viel Spekulation. Und da bin ich so wie der Newton noch. Der hat ja nie gesagt, dass das eine Massenanziehung ist. Sondern der hat ja gleich zugegeben, er hat zwar gesagt, also seine Formeln und so weiter stimmen, aber was Gravitation ist, kann er nicht sagen und darüber spekuliert er nicht, Süster. Da hat er sich immer schön zurückgehalten und so mache ich das auch. Was ich genau weiß, das sage ich, aber wo ich nicht da, an Spekulation lasse ich mich dann da nicht ein. Ne? Na Darum, gut. es gibt ja so viel. Fakt ist ja auch, dass die Geschichte so nicht stimmt und so. Aber da gibt es ja direkt Beweise. Da hast du Bauten und so weiter. Da gibt es Beweise, da kannst du zugreifen, kannst du darauf verweisen. Aber auf solche Sachen, was man, da muss man mir denn doch schon einige Beweise liefern, damit ich dann auch daran glauben kann, wenn man es mal so will. Ne? Wissen tut es erst, wenn du wirklich dabei bist und dann mal in der Erde einsteigst und dann mal guten Tag sagst zu den Leuten, aber. Gut, ich denke mal, wenn es so ist, dann werden wir Beweise irgendwann kriegen. Ja. Aber wie gesagt, solche Sachen gehen ja davon aus, dass von der sogenannten Gravitation als Massenanziehung. Aber die ist ja so nicht gegeben. Also darum sind da auch die Verhältnisse ganz anders, als sich so manche Leute das denken. Also wenn es wirklich eine Massenanziehung wäre, dann müsste ja im Prinzip, zieht ja außen und innen an, dann müsste ja die Erde hohl sein. Aber es ist ja nicht an dem. Die Gravitation funktioniert ja ganz anders, wie ich es ja immer darstelle. Die basiert ja auf Quantenströmen und nicht auf Anziehungskräften irgendwie. Ne? Ja, nehme ich auch an, dass sie nicht auf Anziehungskräften beruht. Ja. Aber Soll alleine, wie ich immer schon gesagt habe, warum ist er auf der gleichen Seite, wo der Mond ist, oder auch auf der Erdrückseite dann die Flut und nicht Ebbe? Dann müsste da ja Ebbe sein, weil das ja alles weggezogen wird und so weiter. Aber nee, da schirmt ja die Erde wieder ab. Diese Quantenströme, und dadurch geht natürlich dann da die Wassermasse auch hoch, genau wie auf der Seite des Mondes, die da auch abschirmt. Aber das ist ja ein Abschirmungseffekt und kein Anziehungseffekt, ne? Weil da ja bestimmte Quantenströme abgeschirmt werden von diesem
Himmelskörpern, Planeten Ja. und so weiter, ne? Oder Sonne, oder das, was sie 1999 festgestellt haben, diese Resonanzschwingung zwischen der Sonne und dem Mond und so weiter, die ja zu einem bestimmten Effekt geführt hat, wo es ja mitten, wo der Mond total die Sonne bedeckt, so eine Spitze gibt und so weiter. Und die ist ja nur erklärbar, wenn wirklich ein Schwingungsimpuls zwischen Mond und Sonne stattfindet, der das dann auslöst und so. Habe ich ja beschrieben in der Arbeit, in Mannschaften 2 und so, ne? Und das ist alles nicht mit Anziehung vereinbar, auf Deutsch gesagt, ne? Na, darum ja. Ja, gut. Dann Und die zweite? das zweite Thema, das hatten wir schon mal grob gestrichen, und zwar betrifft es mal wieder die sogenannte Global Scaling Theorie. Beziehungsweise, also ich hatte ja zwei Interviews auch mit dem Matthias Pocquet über das. Er redet nicht mehr von Global Scaling Theorie, Ja, ich sondern. kenne das ja. Ich hatte mir ja nachher Sachen schicken lassen, aber ich war da enttäuscht von dem, was er da geschickt hat. Schweinesteuer und nicht das drin, was ich eigentlich erhofft hatte aus seinem Artikel da hier, dein Raum und Nee, Zeit. aber Hab ich gesagt, mir ja. geht jetzt um was anderes. Zunächst Ich habe ja mal auch sein Buch hier. Das habe ich ja auch da. Ja. die Theorie selbst beinhaltet ja, dass es so etwas wie eine im logarithmischen Raum stehende Materiedichtewelle einerseits gibt und auf der anderen Seite auch so was wie eine fraktale Zeit. Gibt's ja. Ist ja Und Fakt. Ist ja Fakt. Es basiert ja alles letztendlich auf bestimmten Quantengrößen letztendlich und auf bestimmten Minimalgrößen letztendlich. Und die auf kleinste Minimalgröße stelle ich ja mit meinem Iter auf Deutsch gesagt. Also es gibt ja solche fraktale Aufteilung, also die ist ja nicht zu leugnen. Nur was ich immer an der Global Scaling Theorie letztendlich so ein bisschen bemängelt habe, sie von ihren Werten her misst, wenn man mal eine Milchkanne nimmt, das Innere der Milchkanne, aber rechnet die Grenze nicht mit ein, dann kommt man zu etwas anderen Werten. Aber dass es eine fraktale Aufteilung gibt, das ist nicht zu leugnen. Und das ist aber eine Sphärenaufteilung mehr oder weniger, geht ja alleine aus I hervor. Das muss man ja begreifen, ne? Ja gut, ich meine, die Entstehung der Global Scaling Theorie, die ist ja relativ klar, die beruht auf Beobachtungen, auf Ja, ja, zahlenmäßigen Beobachtungen. Und meine Frage ging darauf hinaus, ob das, was der Hartmut Müller, der ja ursprünglich die entwickelt hat, als Zeitfraktal bezeichnet, ob das in etwa das ist, was du als Zeitquant bezeichnest, oder ob das völlig unterschiedliche Sachen sind. von der Sache her ist es dasselbe, aber von den konkreten Werten, was das beinhaltet, sind meine etwas anders, weil ich ja vom Gesetz direkt ausgehe und er geht letztendlich bloß von der Erscheinungsweise aus. Du musst immer bedenken, in diesen Abständen, was man jetzt so misst, im Prinzip ist immer noch ein Interaktionsanteil drin und der wird immer bei diesen Sachen nicht mitberechnet. Ja. Und ich, bei mir ist er mit eingeschlossen. Das sind ja dann immer die I-Quadrat-Sphärengrenzen zwischen den einzelnen Ebenen, die bei ihm dann immer rausfallen. Die reichen immer bloß von Mitte zu Mitte letztendlich, aber lassen die Grenze, was die eigentlich bewirkt, außer Acht. Und da öffnen sich ja dann die Nullräume und durch die Räume der Quantenverschränkung, worüber das überhaupt erstmal erklärbar wird. Ohne solche Überlappungen kann man das nicht erklären, aber die fallen eben bei solchen nur reellen Betrachtungen eben aus dem Blickpunkt heraus. Und darum sind meine Werte etwas anders, weil der eine Bereich in den anderen mit hineinragt. Und darum sind die Werte anders. Ne? Von der Sache her ist es natürlich eine Fraktale und eine Aufteilung, aber man muss dann die Gesamtheit betrachten und nicht bloß diese reelle Erscheinungsweise, was sie immer als voraussetzen. Ne? Der Bokeh geht ja auch von 1 aus und nicht von 0 letztendlich. Letztendlich muss man ja von 0 ausgehen und so weiter. Ne? Und solche Sachen. Eigentlich von Zeitebene, das hat ja Einstein schon richtig definiert mit seiner der Zeitdimension minus 1. Eigentlich ist da die Grenze. Noch nicht mal bei 0, sondern bei minus 1 ist die Grenze. Und solche Sachen werden eben in solchen Theorien dann nicht beachtet, weil die bloß immer das Reelle und die reelle Erscheinungsweise integrieren in ihre Theorien. Ne? Gut, der Vorteil ist halt, zumindest für mich,
Es ist verständlich aber die Leute, weil sie das sehen können, das stimmt schon. Das Eben, mag das sein, ist leider. aber man muss immer gleichzeitig sagen, dass es da Abstriche gibt, letztendlich. Ne? Ja. Denn wer kann sich schon negative Räume vorstellen, obwohl es ja eigentlich keine negativen Räume sind, die erscheinen für uns ja bloß negativ in der Hinsicht. Und da hat man ja so seine Denkbarrieren und so weiter. Verständlicher ist das schon, aber es zeigt eben nicht die Ganzheit dann auf, wie sie wirklich ist, ne? Nur wie sie uns erscheint. So rum muss man das denn sehen, ne? Weil es wirklich nur den reellen Bereich abgreift. Aber die Informationsenergetik begreift ja die gesamte Komplexität an. Und dann alle Sphären, Ebenen, die es überhaupt gibt, ne? Greift sie an. Wenn Das ist der Unterschied dann immer noch, ne? du von Effekten an den Grenzen sprichst, was meinst du da konkret zum Beispiel? Diese Überlappungssachen im Prinzip. Wenn du zum Beispiel, oder zum Beispiel hast ja, wenn du so willst, zwei verschiedene Flüssigkeiten, dann hast du doch einen Überlappungsbereich, Ja. wo sie sich noch mischen und so weiter. Und da aber dann die Medialität qualitativ anders ist, und wenn du in dieser Medialität bist, kommst du zu anderen Erscheinungsweisen. Ne? Erscheint dir bestimmte Sachen anders, als wenn du dich woanders aufhältst. Ne? Also die Ja. Erscheinungsweise in den Medialitäten ändert sich, ne? Und darum hast du ja hier zum Beispiel bei unserem Medium, hast du ja, wo es ja ein ineinander Ström ist, wo es ein reines Erscheinungsmedium ist, andere Erscheinungsweise, als wenn du zum Beispiel jetzt in den Zeitkörper direkt gehen würdest. Da würdest du also richtig kristallines Gebilde sehen und solche Sachen. Also die Erscheinungsweise ändert sich immer, ne? Vom Wesen der Sache ist es ja überall gleich. Und das Leben überall gleich, dass die Bewegung überall gleich. Darum baut ja die Informationsenergetik nicht auf strukturelle Sachen aus, die ja resultieren letztendlich aus einer gleichen Funktion, aber unterschiedliche Umgebungsparameter und so weiter. Und darum kommt es auch zu unterschiedlichen Ausformungen von Strukturen. Ne? Das ist erst dann eine sekundäre Sache, die man dann daraus gewinnen kann, wenn man das mal ins Verhältnis nachher setzt. Ne? Ja. Aber vom Grund auf baut es ja die ganze Informationsenergetik, darum betone ich das immer aufs Funktionale, auf die Lebensfunktionen, die ist im gesamten Universum gleich. Ne? Das ist ja das Schöne an der Sache. Ja, gut. Das heißt auf jeden Fall, dass die Informationsenergetik das Leben sozusagen beschreiben oder mathematisch. Ja, überhaupt, wie es überhaupt kommt und so weiter. Das hast du ja gerade in meinem letzten Buch da, wo ich die einzelnen Schöpfungsakte, dass sich erst eine imaginäre Wesensachse ausbildet, letztendlich wo Impulse gehen, die dann erst zur Erscheinungsachse sich rausbildet, letztendlich. Über diese Erscheinungsachse geht es ja nachher immer weiter nach außen, die Außenentfaltung, aber die Wesensachse bleibt ja und die nach innen bleibt ja auch immer die Impulsstärke. Und die ist immer stärker als das, was nach außen geht letztendlich. Also die Erscheinung ist immer abgeflacht gegenüber dem, was im Weseninneren an Komplexität vorhanden ist. Ne? Und jedes Mal, wenn was Neues in der Welt passiert, geht ja eine Imaginationsachse voraus, bevor es überhaupt erstmal zur Ausdehnung kommt. Zum Beispiel beim Lebewesen. Der Imaginationsakt ist ja der Akt der Befruchtung, wo den Zeitkörper eingeschmolzen wirst und da grundlegend deine Grundschwingungsfrequenz behält. Erst dann entfaltet sich ja nach und nach die Zellen und so weiter bis hin zum Menschen oder anderen Lebewesen. Ne? Aber man muss immer beachten, es geht immer ein Imaginationsakt jede Entwicklung voraus und der wird oftmals übersehen. Ne? Und darum ja, es gibt keinen Urknall ohne vorher einen Imaginationsakt, bestimmte Medialität auf den Punkt so zusammenzubringen, was sich dann nachher wieder entfaltet. Ne? Das sind alles kleine Knällchen. Das hat mit dem großen Urknall nichts zu tun, sondern das passiert an jedem Punkt unserer Welt letztendlich, dass es da so gibt. Ne? Und dann ist es wieder abhängig, wie viel Masse und anderes da in der Umgebung ist. Und das ist wieder abhängig, was denn nachher daraus folgt. Ne? Das siehst du ja schon alleine an der Elektrostatik, an der Ausbildung der Elektrostatik, welchen Einfluss die überhaupt auf die Ausbildung von Lebewesen hat. Ne? Du kennst ja das mit den Urgencode und so weiter. Wenn man bloß mal die Elektrostatik verändert, entspringen aus dem Samenkorn von heute Pflanzen, die es vielleicht vor Millionen Jahren nie jemand oder von Fischen und so weiter kommen, Urfische raus. Da Ja. siehst du doch schon mal den Einfluss der Umgebungsparameter auf diese Sache. Der Wesenskern ist derselbe, aber der Umgebungsparameter bedingt dem, dass ganz was anderes in der Erscheinung noch herauskommt. Ne?
Und das muss immer beachtet werden, ne? Das ist mir klar. Also Ja, 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 in dem Fall habe ich auch überhaupt keine Vorstellungsschwierigkeiten. Ja, weil es für mich irgendwie klar ist, aufgrund der Kräfte, die da wirken. ja, aber Gibt man muss es ja auch eben mal manchmal bedenken, warum ist das so und wie, was, warum kommt das vielleicht. denn so und so letztendlich? Und gucke mal, warum letztendlich ist ja auch schon alleine die Grundbedingung, warum dringt denn Quanten in unserem Bereich überhaupt ein, die dann nachher letztendlich zur Raumexpansion führen? Letztendlich. Und das liegt ja denn schon wieder, da musst du wieder das Imaginäre sehen. An der Verschiedenheit der Qualitäten der imaginären Anteile, die bedingen, welcher Druck, Mediendruck überhaupt aufgebaut wird. Und der ist nun mal in unserem reellen Bereich am geringsten, weil es da nur eine imaginäre Einheit gibt. Im Q2, was ja der Raum letztendlich, wo die Information geboren wird, oder eigentliche Informationsraum ist, sind es 15. Q4, was der Energieraum ist, wo die Energie letztendlich, wenn man so will, mal herkommt, da sind es 3. Selbst im Q0 sind es 2, weil da hast du nämlich Plus- und Minus-I. Also selbst da sind es mehr. Also kommen auch da Photonen, die schwarzen Photonen aus diesem Bereich zu uns. Nur deswegen könnt ihr ja überhaupt in unserer Welt tunneln, weil unser Mediendruck geringer ist. Wäre der höher, würden aus unseren mehr raustunneln, als das überhaupt hier bei uns was eindringt. Ne? Marokko hat sich verabschiedet, hört man. Ja, das muss ja auch, aber das siehst du erst, wenn du wirklich in das Imaginäre hineinblickst und was da geschieht und wie das geschieht und so. Ne? Und das zeigt heute erstmalig überhaupt erstmal die Informationsenergetik auf. Da gibt es ja noch keine gleichgeordnete Theorie, die auch nur annäherungsweise in diese Richtung reicht. Ne? Das ist ja das Neue an der Informationsenergetik, dass die das mal ganzheitlich wirklich begreifbar macht. Letztlich. Man muss sich natürlich dann damit beschäftigen. Da manche schön liebgewordene Gewohnheit des Denkens und so weiter muss man dann natürlich aufgeben, die dann ja in der Weise dann nicht mehr so gilt. Ja gut, die lassen sich dann relativ leicht aufgeben, wenn der Rest irgendwie leicht Ja. verständlich wird. Aber wenn das Verständnis nicht kommt, dann ist es schwer, einfach zu sagen, na gut, gebe ich es auf, weil dann bleibt ein Loch. Ja, aber letztendlich, wenn man sollte sich ja erstmal mit solchen Sachen beschäftigen und dann tauchen ja bei jedem persönlich unterschiedliche Fragen auf. Und dann soll man auch fragen, dann kriegt man auch die dementsprechenden Antworten dazu. Ne? Darum bringt das ja nicht. Wenn ich hier so vor 200 Leuten da einen Vortrag halte, da sind welche, die da sofort was begreifen und welche, die das nie begreifen werden und so weiter. Was machst du? Du kannst wirklich erstmal ein Feld aufbauen. Machst aber so wie wir hier so kleine Workshops und so weiter, wo du mir konkret fragst. Das ist doch eine ganz andere Kommunikationsbasis und da bringt dir das was und mir auch, weil was du fragst letztendlich, wo gibt es noch Erklärungsbedarf oder so. Ne? Entweder ich habe mich darüber schon geäußert oder ich müsste auch erstmal anfangen, über bestimmte Sachen neu mir Gedanken zu machen und mal bei meinen Interessen anfragen. Also hör mal, Kleine, sag mir mal, was ist da los? Ja, darum ja. Das bringt ja uns am weitesten, so eine kleinen Workshop-Gruppen als so eine großen Sachen und so weiter. Aber normalerweise müsste es dann so sein, dass dann solche kleinen Gruppen, die dann auch wieder ausschwärmen und dann letztendlich auch Interesse für diese Sache bei anderen noch wecken in dem Kontakt wird, damit sich das auch mal weiter verbreitet und weiter wächst, ne, die ganze Sache. Eigentlich ist es höchste Eisenbahn, dass gerade diese Lehre endlich mal auch ins Bewusstsein kommt. Ne, auch ins Wissenschaftsbewusstsein und anderes, weil ja da so viele Sachen erklärt werden, wo sich heute in den Medien hinstellen, die Professoren und Doktoren und sagen, die haben keine Ahnung. Dann sollen sie doch da mal drauf horchen und mal gucken, ob sie davon was vielleicht begreifen, lernen können. Aber das wird ja nicht gemacht. Man wird ja auch und zu und durch. Siehst du doch, Ingrid? Ich will noch mal zurück auf einen Punkt, den du vorhin erwähnt hast. Du hast nämlich vom Äther gesprochen. Ja, Äther ist immer so ein großer Begriff. Ja, aber Ich deswegen. vermeide eigentlich den Begriff Äther in der Weise, weil Äther, das ist ein hergebrachter Begriff. Man sollte dann doch schon sagen, direkt die Qualität des Mediums oder den Aggregatzustand des Mediums ansprechen. Und dann gibt es ja das Superfluide, das Fluide und das gasförmige, flüssige, feste und superfeste. Die sechs Aggregatzustände gibt es. Wobei das Plasmatische dann schon wieder eine Mischung ist zwischen diesen Fluiden und Superfluiden. Ne?
Das ist schon mal ein Mischzustand eigentlich. Aber da, das ist ein Mischzustand und damit spannt sich ja schon wieder ein Feld auf, ein Spannungsgefälle auf, worüber wieder was wechselwirken und passieren kann. Und das passiert ja denn, und das, was da passiert, das wird ja dann als Plasma, aber heute schon als Plasmaversum, aber dann beschränkt man sich ja schon wieder bloß auf eine bestimmte Begrenzung und blendet alles andere aus. Darum kann man nicht vom Plasmaversum reden. Alle Aggregatzustände sind ja auch immer gleichzeitig da. Es ist ja nicht, wenn du das Superfeste hast in den Neutronensternen und so weiter und so, alle sind ja im Kosmos vorhanden, zumindestens, ne? Also ich habe zumindest bisher von einem Aggregatzustand superfluid noch Aha. nichts gehört und auch superfest noch nicht. Superfest ist schon Ausgegangen gang und von. gäbe, das hat man ja sogar schon hergestellt, physikalisch und so weiter, ja, doch, ja. Da Und sind die. Superfluid gibt es auch, ja. Ja, gut, ich habe halt noch nichts davon gehört. Ich Ja. habe nur gehört, fest, flüssig, gasförmig und dann Plasma. Das waren die vier, die ich Ja. Na ja, gelernt habe. siehst du, da kannst du noch ein bisschen was zusätzlich lernen. Ja. Also, das heißt, die superfluiden Zustände sind bereits erforscht. Zumindest sind sie in der Physik soweit bekannt, ja. Bekannt, ja. Ja. Genau. Man hat sie ja auch schon hergestellt. Im Prinzip sind das ja Zustände, wenn du so willst. Es ist das Fluide und das Superfluide unterscheidet sich ja bloß im Anteil, wie viel Anteil Zeitmedium, wie viel Anteil Raummedium ist letztendlich. Überwiegt das Zeitmedium, hast du diesen superfluiden Zustand. Überwiegt das andere, hast du den fluiden Zustand. Hast du jetzt den superfluiden Zustand, dann kannst du ja das Drucktemperaturgefälle bis in negative absoluten Temperaturen bringen, was du ja im positiven nicht bringen kannst. Ne? Und das hat man sogar schon hergestellt und hat festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass bei den negativen absoluten Temperaturen viel heißer sind, als die positiven überhaupt werden können. Also ist das mal. Aber selbst das über diese negativen absoluten Temperaturen haben die Russen schon in den 60er Jahren erforscht. Das ist nichts Neues, ne? Aber es ist in Vergessenheit geraten wieder, ne? Könnte man sagen, dass der superfluide Zustand identisch mit dem ist, was viele Menschen als Feinstofflichkeit bezeichnen? Nee, also das würde ich auch, auf die Stofflichkeit würde ich das auch schon wieder nicht beziehen. Aber im superfluiden Zustand überwiegt ja, wie gesagt, die Zeitmedialität überwiegt ja, wenn du so willst, diese longitudinale Organisationsweise. Denn da ist ja die informationsenergetische Dichte eigentlich viel größer gegeben als im Raum nachher. Da ist ja schon wieder Kondensationszustände, sodass da die Komplexität schon wieder zurückgegangen ist. So muss man das betrachten. Aber mit feinstofflich und grobstofflich. Das ist schon wieder eine ganz andere Sache. Das beginnt ja, wenn du so willst, die erste Stofflichkeit bei der Planck'schen Größe, was schon 10 hoch 50 Freiheitsgrade hat. Das sind ja schon wieder ganz andere Relationen, als wenn man in dem Bereich mal reinguckt. Das ist ja viel primärer gegeben, ne? In dem Bereich, ne? Warum ja? Und das muss man begreifen, weil es ist ja, hat ja Einstein recht, dass Raum und Zeit zusammenwirken und so weiter. Er hat nur nicht recht, wenn er dann davon spricht, dass im schwarzen Löchern dann Singularitäten entstehen. Singularitäten würden entstehen, wenn I eine Singularität wäre. Aber ich habe ja nur wieder aufgezeigt, dass da selbst schon drei Qualitäten wieder drin sind. Also nichts mit Singularität. Und mittlerweile kommt man auch in der Physik heutzutage, in der Astrophysik drauf, dass da ja keine Singularitäten in schwarzen Löchern existieren. Und nur um das zu retten, erfinden sie dann ringförmige Singularitäten und anderes, wenn man das mal alles verfolgt. Also, wie kompliziert sich die Leute das eigentlich machen, wobei das Universum das ja auch nicht kompliziert kann. Das kann nur ganz einfach arbeiten. Wenn man die Funktionalität begriffen hat, wird es ja wieder einfach, ne? Warum ja? Wenn man nur das Strukturelle und das Komplexe in der Struktur betrachtet, dann kommt man nie auf den grünen Zweig. Weil es da ja unerschöpflich viele Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel schon alleine unerschöpfliche viele Möglichkeiten an einem Blatt Papier, wie du da die Atome aufteilst. Würde nie einer sagen, genau das ist so. Im nächsten Moment ist es schon wieder anders. In 10 auf minus 49 Sekunden hast du schon wieder eine ganz andere Anordnung und so weiter. Ne? Nee, nee, also mit dem Strukturellen lässt sich das nicht machen. Man kann nachher komplexe Sachen strukturell zusammenfassen und da bestimmte Erscheinungsweise. Das ist ja dann nachher die, wenn es nachher die Chemie und andere Biologie geht, wo man das ja zusammenfassen muss, weil man ja sonst überhaupt nicht mehr beschreiben könnte.
Und das steht schon wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, als was wirklich an der physikalischen Basis wirklich passiert. Und das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es mal begriffen hat. Ne? Und darum habe ich ja diese Arbeit dann über diese Schöpfungsakte, wo ich das direkt mal darstelle, wie man sich das begreifbar macht. Dass das so nicht ist, ist wieder eine ganz andere Sache, weil ja immer alles gleichzeitig in Existenz ist. Aber das begreifen die Leute dann schon erst recht nicht. Aber man müsste ja wenigstens noch hinführen, damit sie etwas von dem wenigstens begreifen lernen. Ne? Ja, darum ja. Ach ja, man hat schon nicht leicht, so ein Bäckchen zu tragen, wo man sieht, was ist und andere das nicht sehen können und auch teilweise nicht sehen dürfen. Das ist ja auch immer eine Frage, was du überhaupt sehen darfst, letztendlich, inwieweit du dich informationell auf bestimmte Sachen einlassen kannst. Ne? Du hättest deine ganzen Masken nicht und würdest alles direkt sehen und so weiter. Und wie ja die Formel der Informationsenergetik beschreiben, wenn eine Information auf Masse trifft, wird sie energetischen Prozess aus. Da würdest du pausenlos hier Leute sehen, die bloß als Lichtflamme auf einmal aufflammen und weg sind. Das geht natürlich auch nicht. Darum haben sie ja ihre Masken vorgeschaltet, damit sie wirklich bloß pünktchenweise denn letztendlich das, was sie verkraften können, auch aufnehmen. Aber sollten sie wenigstens das, was sie kriegen, denn auch aufnehmen. Aber das wehren sie ja dennoch ab. Aber das hat ja auch kulturelle Hindernisse und hat eine familiäre Entwicklung, wie sie geprägt sind, in welche Richtung, in welche Schiene sie von Kindesbeinen an gelenkt sind und so weiter. Das ist ja dann wie Rillen, wie Füße, die sich immer tiefer eingraben und dann können sie diesen Bereich dann nicht mehr verlassen. Ne? Das ist ja das Traurige. Warum sollte man ja das wahre Neue, was ich so verbreite, eigentlich schon bei den Kindern anfangen, denen das letztendlich zu sagen, damit sie von vornherein da reinwachsen in der Hinsicht. Ne? Warum ja, aber da müsste es erstmal in die große Öffentlichkeit kommen und damit das auch wirklich dann auch so verbreitet werden kann. Ne? Aber wir sind ja heute erstmal, guck mal, wir sind jetzt gerade mal so seit 2012, na, jetzt haben wir es 24, 12 Jahre in dem neuen Medium drin und so weiter. Ehe das so überhaupt fruchtbar wird, dann vergeht das letztendlich dann noch einige Jährchen, denke ich mir mal. Ich hoffe ja nur, dass mich dann in 200 Jahren nicht jemand ausgrabt, wie man jetzt hier den Euler in Formel ausgegraben hat und dadurch die Stringtheorie aufgebaut hat. Ich hoffe, dass das doch ein bisschen schneller passiert, weil es ja jetzt notwendig ist. Wir leben ja voll in dieser Wandlungsphase drinnen. Ne? Dass wir in diesen neuen Existenzbereich selbst auch des reellen Mediums eingedrungen sind, letztendlich hat ja auch Auswirkungen auf unsere Körperlichkeit. Ne? Und durch der Körper angepasst sind. Viele, was heute als Bewegchen und Kränklichkeiten sind, sind ja bloß Anpassungsreaktionen. Da brauchen sie überhaupt auch irgendwelche Medikamente nehmen und so weiter. Vielleicht sich mal hinlegen und eine Stunde später und dann ist das auch schon wieder gut und so weiter. Ne? Aber die Pharma möchte ja heute verdienen. Die möchte ja in Größenordnung ihr Profit rausschlagen. Das ist ja das. Und die Leute möglichst immer bloß so an der, gerade mal so, dass sie gesund dürfen sie nicht werden, aber wegstapseln dürfen sie auch nicht. Also so in der Schwebephase halten, wo der Gewinn am größten denn ist. Wenn es wenigstens Gewinn wäre, wenn der Profit am größten ist. Ne? Ja. Dann braucht man die neue andere Gesellschaftsordnung, um dass das dann wirklich in die Massen kommen darf. Ne? Also deine kleinen Geräte hast und eine Energie an groß hast, wo die ja denn, wenn du in der Größenordnung ist, keinen finanziellen Wert mehr ausmacht, naja. Aber dazu bedarfst du die andere Gesellschaftsordnung, dass das auch wirklich dann im großen Rahmen dann verwirklicht werden kann. Ne? Hinsicht, ne? Und darum, jetzt sind wir gerade mal dabei, die ersten Lichtpunkte zu setzen. Man soll nicht so viel erwarten. Wie ich immer schon sage, Gott ist da, es ist 1000 Jahre. Bis 3000 haben wir es auf alle Fälle geschafft. Aber wir leben ja leider bloß so 100 Jährchen da, ne? Ein Zettel davon. Ne? Ja. Ja, bis dahin sind wir schon dreimal wiedergeboren. Da sind wir schon einige Male wiedergeboren. Das haben wir weiter an unserer Aufgabe gearbeitet. Darum soll man sich jede kleine Sache, wo es vorwärts geht, soll man sich freuen und so weiter. Und überhaupt dankbar sein, dass man überhaupt so ein Bewusstsein haben kann in dieser Welt jetzt hier. Ne? Dass man vieles durchschaut, was andere nicht durchschauen werden jetzt in der heutigen Zeit, ne? Weil sie einfach mit so viel Scheuklappen behaftet sind. Darum bin ich ja auch immer dankbar, aber wie gesagt, die Obrigkeit, ein bisschen finanziell könntest du mich da doch mal besser stellen. Dann könnte man ja auch breiter letztendlich drucken lassen, machen und verteilen und so weiter, die käme man ja auch ganz anders dir.
Aber wahrscheinlich soll das noch gar nicht so sein. Es passiert ja immer nur das, was absolut notwendig ist. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also warten wir es mal ab. Und da ich aber weiß, dass das jetzt notwendig ist, dass man endlich auch so zu dieser Wissenschaft kommen muss und jeden Tag bestätigt mich das aufs Neue, wo sie wieder irgendwelche Sachen entdeckt haben, angeblich und groß raus, was ich ja schon vor Jahren bis Jahrzehnten wusste. Darum, es entwickelt sich schon in die Richtung. Ne? Darum, ja. Da brauchen wir keine Bange haben. Ne? Ja. Aber wir können ja auch bloß an dem Ort was machen, wo wir hier so sind und können das verbreiten, in so einem Bekanntenkreis verbreiten und so weiter. Und so eben, wie eben jeder dazu berufen ist gerade, ne? Wo er gerade hingestellt ist und wo er sich gerade befindet. Ne? Mehr können wir sowieso nicht machen. Ne? Ja. 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 Reinhard, willst du nicht mal ein Kinderbuch schreiben? Ja, aber. Warum gerade ein Kinderbuch? Ja, weil er vorhin sagte, dass man es den Kleinen schon beibringen müsste. Ach so, ja. Ich glaube, da bin ich nicht der. Da bin ich viel zu wissenschaftlich schon wieder versaut. Das könnte mir Rocco machen. Er hat ja auch den gleich seine Kinderleibe, wo das gleich testen kann, ob sie das verstehen. Da keine Kinderlei, wo ich dann gleich praktisch testen kann, ob das auch wirklich da in die richtigen Kanäle kommt. Ach ja. Ja, Matthias, und was machst du jetzt so Schönes und so weiter? Ja, aber was ich eigentlich dir anfragen wollte, in deiner Hinsicht so als Unternehmensphilosoph, was hast du da so vielleicht der letzte Zeit gemacht oder ruht das jetzt auch erstmal in der Hinsicht? Also ich habe nicht sehr viel gemacht. Ich bin aber dabei, das Profil zu schärfen, was den Unternehmensphilosophen betrifft. Ich habe mich beschäftigt mit dem Professor Gigerenzer. Ich weiß nicht, ob du den Er sagt kennst. mir nichts mehr. Das ist der führende Risikoforscher an der TU in Berlin. Und der müsste eigentlich schon emeritiert sein, aber der hat zumindest auf dem Gebiet geforscht. Und ist daher, finde ich, eine ganz gute Referenz. Und dessen Kernaussage, ich habe einen Vortrag von ihm gehört, ist, ein guter Manager entscheidet aus dem Bauch heraus und begründet es hinterher. Das mag gut sein, das mag sein, ja. Das mag sein. Ja, und das trifft es eigentlich sehr gut, ne? Also das ist meine These auch, ich habe das auch immer so gemacht. Und wenn du da auf einen anerkannten Wissenschaftler verweisen kannst, dann hast du es schon wesentlich leichter. Ja, das mag sein, ja, das Und mag sein. gerade wenn du im philosophischen Bereich unterwegs bist, im Unternehmensumfeld, das sind ja alles Alpha-Tierchen, Au. da hast du es nicht ganz leicht. Das denke ich Kannst du mir. auf Reinhard Köcher verweisen? Genau. Ich sagte, sie soll erstmal deine Bücher kaufen und auswendig lernen. Genau. Du willst es erstmal kaufen, damit ich noch ein bisschen einatmen Ja, eben, das war mein Gedanke. zumindest die zwei letzten, genau, über Einheitswissenschaft und über Individuum da. Ja. Du hattest doch mal einen Kollegen, einen Verleger an der Angel. Der hat sich seitdem noch nicht wieder gerührt. Aber ich hatte jetzt auch gar keine Zeit, mich mit ihm in Verbindung zu setzen. Das muss ich erst mal sehen. Ja, darum ja. Der schweigt sich auch im Moment aus. Naja. Ende März, Anfang April bin ich ja jetzt wieder bei so einer Kreativgruppe, Erweiterung, Erfahrung oder sonst was eingeladen. Da sind ja auch wieder ein paar Professoren, Doktoren dabei. Mal gucken, was da rauskommt. Bei Fulda, in der Nähe von Fulda, findet das statt. Habe ich mich jetzt auch schon angemeldet, dass ich am 31. schon anreise, am 1. geht es los bis zum 4. April, hinauf zum Osterwochenende. Na, mal gucken, was da rauskommt. Einige von den Leuten, die in der Bretagne waren, sind auch wieder dabei, also warten wir es mal ab. Ne? Bist du da eingeladen oder musst du Naja, selber zahlen? ja, ich bin da eingeladen und so weiter. Ach, das wird schon auch wieder werden. Das war ja auch dann in der Bretagne ganz, ganz gute Sache. Ne? Aber dann war auch wieder, alle haben sie sich und so weiter. Und dann war auch seitdem eigentlich Ruhe. Also es ist ja nicht weiter passiert. Das ist immer das Traurige. Alle zu schön und so weiter, aus den Augen, aus den Sinnen und nichts rührt sich mehr. Und das ist immer das Blödsinn an der Sache. Geht nicht weiter und so, ne? Ja, es ist schade, aber Ja. das,
Gilt wahrscheinlich der Spruch, dass der stete Tropfen den Stein höhlt. Das denke ich mal auch. Das denke ich mal Ja. auch. Und irgendwann ist es dann noch drin und dann fließt es dann durch. Genau, das ist dann der berühmte Tropfen, um beim Bild zu bleiben, der das Fass zum Überlaufen bringt. Genau. Ja. Muss man also sehen. Man kann es nur so nehmen, wie es kommt und annehmen und mehr kann man ja sowieso nicht machen. Ne? Ich muss da mal eine ganz konkrete Frage nochmal in der Richtung stellen, Rainer. Du wirst ja immer wieder auch mit ja, Hochschulwissenschaftlern in Kontakt kommen. Ja. Und gibt es da welche dabei, die ganz klar sagen, Mensch, ich verstehe deine Theorie oder beziehungsweise deine Lehre oder schütteln die den Kopf und sagen, damit kann ich nichts anfangen oder? Ja, zumindest war ja hier so einer bei in Frankreich dann dabei, der ist ja gleich erstmal auf mich zugekommen. Also Energieerhaltungsplatz, also freie Energie, sowas kann es alles gar nicht geben. Das war ja erstmal seine Grundeinstellung von vornherein, so war. Aber nachdem ich ihm das erklärt habe und meine Bücher, dann fing er dann doch an zu kreiseln und so weiter. Ne? Aber der ist ja, der müsste ja vielleicht jetzt schon langsam wieder in Deutschland sind, der wollte ja dann erstmal ein Vierteljahr Amerika-Reise machen und so weiter. Ne? Mal gucken, ob er sich mal bei mir dann meldet oder irgendwas. Ne? Warten wir es also ab, ne? Also ich habe nämlich tatsächlich den Eindruck, dass die Hochschulwissenschaftler im Wesentlichen sich gar nicht trauen würden, sowas Das ist das Problem, wie zumindest sich zu äußern. Erst wenn sie emeritiert sind, dann sind sie auch wieder frei in ihren Gedanken. Ne? Wessen Brot du frisst, also dessen Meinung vertrittst du erstmal auf Deutsch. Das ist immer das Problem auch an der Sache mit. Das mag sein, ja. Guck mal, was haben sie den Tutor hier in Magdeburg matig gemacht und so weiter, wo er seine Experimente gemacht hat und alles. Ne? Dass er da dran verzweifelt, ist ja eigentlich dran verzweifelt, der Tutor und so weiter. Und den hörst du ja heute auch nicht mehr. Und so, ne? Das ist ja immer das Problem, ne? An der ganzen Sache, weil der Mainstream sich dann erst immer mal so dumm und blöd stellt, das Deutsche sagt, ne? Darum ja. Und du hast keine. Ich suche ja immer noch den, meinen Max Planck, verstehst du? Der mich dann in diese Kreise einführt und erstmal diesen Betonklötzchen dann beibiegt, was da eigentlich drin steckt in der Lehre, ne? Aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht gefunden. Mal gucken, ob sich da vielleicht jetzt Ende des Monats denn da was zeigt. Irgendwann kommt's dann mal, dass man denjenigen findet, welcher, ne? Ja, Das glaubst du, dass die Industrie dahinter steckt, die das blockiert? ja, zumindest was die freien Energiesachen sind, weil wo die Schneiders dann ihre Probleme haben, da steckt schon die Industrie mit dahinter, aber nicht in jedem Fall, auf Deutsch gesagt. Nicht in jedem Fall. Ich gucke alleine meinen Sohn und so weiter, wie der von der Uni bekloppt wurde und so weiter, dass ich da der größte Esoteriker bin und alles solche Sachen. Die haben Angst. Die haben Angst, dass ihr ganzes System zusammenbricht und immer wieder neue Aspekte zeigen sich auch jetzt in der ganzen Kosmologie, dass da vorne und hinten nicht stimmt. Das ist die blanke Angst, die da dagegen schlägt. Ja, vielleicht ihr Posten da verloren oder sonst was. Man kann es ja begreifen, aber trotzdem muss man doch mal was annehmen. Letztendlich brauchen sie ja keine Angst haben, dass sie was verlieren. Nee, die kriegen ja zusätzlich noch was dazu. Und es ist ja nicht, dass sie denn morgen dann nicht mehr gebraucht werden. Im Gegenteil, da würden viel mehr noch gebraucht werden, um gerade die neuen Sachen zu erforschen und so weiter. Ne? Dass sie natürlich dann erstmal umdenken müssen, das ist die ganz andere Sache. Und das ist ja dann wieder da, keiner gerne macht, weil alle ein bisschen träge und faul sind auf Deutsch. Die Masse ist ja faul und träge. Aber das ist eine ganz andere Frage dann wieder. Wa? Aber im Moment ist es eben schwierig, da mit neuen Gedanken überhaupt erstmal Fuß zu fassen und da überhaupt einen Einstieg zu kriegen. Darum. Und dann brauchte man jemanden, der das schon in diesen Bereichen dann integriert ist und dann erkennt, was in der Informationsenergetik steckt und dann würde das ganz anders. Guck mal, wenn der Einstein den Planck nicht gehabt hätte, wüssten wir heute nicht von der Relativitätstheorie. So muss man das sehen. Ne? Und darum sage ich immer, ich suche immer noch den Planck. Ah. Ich denke mal, die Zeit arbeitet eher für dich, denn im Moment Letztendlich arbeitet sie für mich, aber ob ich da bin von diesen Sachen noch was genießen darf in meinen Jährchen, das ist ja. Darum sage ich ja, man weiß es ja nicht. Es kann morgen passieren, kann übermorgen, kann aber auch passieren, dass es erst die nächste oder übernächste Generation sich dann durchsetzt, dass man das wieder rauskramt. Das weißt du doch alles nicht. Das weiß man immer erst, wenn es wirklich passiert ist, ne? ja. Hinterher kannst du es einschätzen. Und dann hinterher könntest du auch sagen, also das durfte da und da nicht sein, aus dem und dem Grunde. Das wissen wir doch heute noch gar nicht, was da dahinter spielt und was sich da die höheren Geistes eben dabei denken, warum sie bestimmte Sachen auch noch verdeckt halten. Ne?
verdeckt halten. Aber es ist eine höchste Eisenbahn, dass das heute passiert. Die ganze Gesellschaftsordnung, die bricht ja jetzt Gott sei Dank endlich zusammen und so weiter. Aber je länger sie das Rennen auszügeln, umso tiefer müssen wir durchs Tal drehen. Und das ist ja immer das, was mich dann auch wieder wurmt, ne? Also, was nicht sein müsste. Aber es muss sein, solange wie die Masse nicht selbst aus dem Arsch kommt. Denn heute kommt es ja darauf an, dass jeder selber letztendlich sich mal hinsetzt und mal nachdenkt und was ist und so weiter. Ne? Ja. Warum nicht? Ja, und vor allen Dingen auch Verantwortung übernimmt. Und die dann die Verantwortung dafür übernimmt. Das ist wahr. Also, wenn sich dann Ingrid dann hinstellt, also kompetenzfrei und solche Sachen, naja, da musste ich natürlich darüber auch den Willer lästern und so weiter. Kompetenzfreiheit. Naja. Die sind mal garantiert nicht kompetenzfrei. Im Gegenteil. Aber wenn du natürlich das Wissen hast, dann musst du natürlich auch dafür stehen, letztendlich und gerade stehen. Du darfst dich da nicht verstecken, genau, bestimmte Sachen und so weiter. Ne? Darum müsst ihr mal gucken, hier meine Sachen, die ich da zuletzt eingestellt habe, gerade über ihre letzte Erweiterung der Jahresbotschaft, das müsst ihr euch mal angucken, das Video. Ihr habt ja jetzt den Kanal und so weiter, guckt das mal an und so weiter. Da hast du ja einige Sachen. Also darum habe ich ja geschrieben, letztendlich, diese Ergänzung ist weit von der Qualität gegenüber ihrer Jahresbotschaft zurück. Also da lässt sich ja wieder einiges, was nicht Hand und Fuß hat, letztendlich los. Ne? Und da, das habe ich natürlich dann auch wieder öffentlich gemacht. Also, dass ich anders sehe. Das ist mein gutes Recht. Und ich lasse mich weder erpressen, noch lasse ich mir den Mund verbieten, verstehst du? Und wenn ich mal sehe, dass es nicht so koscher ist, dann sage ich das auch. Letztendlich. Bringt uns doch beide. Da könnte man sich ja sich zusammensetzen und das mal miteinander diskutieren und dann könnte man ja eine Einigung, aber sie hat ja von vornherein dicht gemacht, sie lässt sich überhaupt nicht auf die Informationsenergetik ein. Wahrscheinlich aus der Angst heraus, ihr Dings, ihr Leuchten könnte schwinden. Also ein Blödsinn alles. Und wollte nie irgendwie, dass die Informationsenergetik ihre Sache überstülpen, aber ich wollte sie herauslocken, dass er ein bisschen was von der quantitativen Mathematik auch begreifen lernt. Ne? Ich weiß ja selber, dass er nichts weiß. Darum sagt sie ja Mathe 5. Und wer nicht mal weiß, dass minus 1 mal minus 1 plus 1 ist, der hat da noch einen Bedarf des Lernens. Aber da möchte man sich auch dem Lernen dann stellen, verstehst du? Und nicht von vornherein, so wie eine Formel auf der auch dicht machen. Das bringt auch nichts. Und dann immer in ihren Reden, dann immer die akademische Wissenschaft immer so matig zu machen, verstehst du? Darum sage ich auch immer, von was man nichts weiß, soll man doch bitte schön dann schweigen und gut ist, aber doch nicht immer versuchen, so matig zu machen. Das regt mich ja dann wieder auf und fordert mich dann raus, weil ich bin ja zeitlebens mit der akademischen Wissenschaft beschäftigt. Ich kenne ihre Schwächen, aber ich kenne aber auch ihr Gutes. Aber bei ihr sind 99% des heutigen Wissens würde abgeschafft werden. Das wäre nicht mehr tragbar, so nach der Mutter. Also das ist doch Blödsinn. Da habe ich dir gleich dahinter geschrieben. Das ist genauso ein Blödsinn, als wenn die heutigen Wissenschaftler sich hinstellen, dass 99% unserer DNA Junk-DNA wären. Das ist das Gleiche in Grün. Das habe ich dir gleich so gesagt. Ne? Darum ja. Man sollte denn doch schon, wenn man zu so einer großen Community spricht, überlegen, was man sagt und nicht so einen Blödsinn dann verbreiten, verstehst du? Warum ja? Nee, nee. Das wurmt Ja, mich. das wäre genauso, wenn du die gesellschaftlichen Probleme löst, indem du 90% umbringst. Ja, das ist so einfach dann mit den 100 Anzügen. Und die Ja. sind ja so schön eingeschüttet, die machen denn schon das, was du willst. Genau. Nee, aber das ist ja nicht der Weisheitsletzter Schluss, ne? Auf keiner Weise, ne? Auf keiner Weise. Es ist schon schlimm genug, dass heute die Kriege da hier in Europa wieder ausbrechen müssen, dass da zigtausende Menschen da wieder sterben müssen und so weiter. Ne? Selbst Ja, das. es ist furchtbar und vor allem so überflüssig eigentlich, ne? Überflüssig. Und dann immer wieder Waffen, Waffen, Waffen. Was waren mal die Grünen? Schwerter schaffen ohne Waffen. Und was ist davon übrig geblieben von denen? Nichts mehr. Das ist heute die größte Kriegspartei. Da wollen sie jetzt Marschflugkörper dann am liebsten nach Ukraine liefern, die bis Moskau dann was zerstören können und so weiter. Also ein Blödsinn. Man sollte doch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ne? In der Hinsicht. Das hätte ich auch nicht so weit kommen müssen, wenn man Putin gleich von Anfang an wenigstens ein bisschen ein paar Zuständnisse gemacht hätte. Aber man hat es ja immer abgelehnt, im Gegenteil. Und teilweise, was man denn versprochen hat, hat man genau das Gegenteil gemacht von dem, was man versprochen hat. Und wenn so ein Wolf dann erstmal angeschossen ist, dann darf man den nicht noch weiter reizen. Der geht aufs Letzte, selbst dann nimmt er seinen eigenen Untergang in Kauf. Aber das bringt dann auch nichts weiter. Es nützt weder uns noch nutzt das irgendjemand anders, ne? Naja, wenn Russland untergeht, dann geht eine Menge unter.
Darum sage ich ja, darum, bevor Russland untergeht, also da ist Europa auch zerstört, auf Deutsch gesagt. Und das bringt uns ja erst recht ja nicht, ne? Mit Nein, nein. Sicherheit. Ja, darum ja. Man muss doch da mal die Kirche im Dorf lassen und dann Deeskalation betreiben und nicht immer weiter schärfen die ganze Sache. Ja. Ja. Darum ja. Naja. Schade drum, schade drum. Europa hätte so wegweisend werden können und so weiter, wenn man da in den 90er Jahren weitergearbeitet hätte. Da war man ja mal auf dem besten Wege dazu, aber dann war ja schon wieder ein Dorn im Auge von Amerika und dann fing die ja an, da die Jägen zu spielen und so weiter. Das ist ja das schlimmste Gegenspiel heutzutage. Und wenn man so lange, wie man da auf diesem Weg ja, Amerika hört, guckt doch mal diesen Knaben an, da, der da rumdackelt und wackelt wie so ein alter Opa und gleich zusammenbricht, das hat doch mit dem Präsidenten von so einem großen Land von Amerika überhaupt nichts mehr zu tun, nee, letztendlich. Ne? Nee. Also ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Nee, nee, nee. Und was auch manchmal äußert und so weiter, wie er sich da vertut und so. Nee, nee. Schade, 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 schade. Darum ja. Mal gucken, was uns die nächsten Jahre bringen. Ne? Ja, aber wahrscheinlich braucht es das alles, damit das Neue entstehen kann. Freilich, freilich. Ich sag das, es passiert ja immer noch das, was notwendig ist. Und es scheint ja heute notwendig zu sein, aber tut einem eben auch in der Seele weh, wa? Letztendlich. Ne? Ja, vor allem tut es uns nach allen weh. Ne? Und Das wird darum ja, darum ja. kein leichter Übergang Überleg mal, werden. die Mütter und Väter oder sonst was, oder dass du, guck mal, wie wenig du jetzt aus dem Gazastreifen noch siehst und so weiter, was da Ja, für furchtbar. Ja. Völkermord begangen wird und dann jubeln sie immer noch die Israelis an und so weiter. Wo die halbe Welt so langsam verklagt und so weiter. Nee, nee. Also wenn ich dann schon überfallen und da 1.000 Leute in Geiseln oder sonst was, aber dann fahr ich nicht in ein Land und bringe da zigtausend oder hunderttausend oder Millionen Leute gleich um, auf Deutsch gesagt, was ja Israel jetzt macht, aber Ja. ist da ja keine Vergleichbarkeit mehr in der Hinsicht von beiden, ne? Man muss da bitteschön auch die Relation gewahrt bleiben und nicht so dermaßen, ne? Ja, die wollen das platt machen, damit sie das mit einnehmen können. Darum wollen sie sich ja auch immer verwalten, auf Deutsch gesagt, und was nicht mehr alles, ne? Wollen eben Israel vergrößern dann. Ja, die Absicht ist Das völlig sind ja die klar, ne? orthodoxen Juden und so weiter, die da das treiben und da. Naja, aber was soll's. Können wir Ja. nichts machen dagegen, da haben wir keinen Einfluss, das können wir nur zur Kenntnis nehmen. Aber schade, leider, ne? Wir vier ändern es wahrscheinlich nicht. Bam, bam, bam. Ja. Ja, nee, da müsst ihr auch mal in meinen YouTube-Kanal gucken. Da habe ich ja dann doch auch einiges eingestellt. Und wie gesagt, da habe ich ja jetzt die letzten 2 Jahre überhaupt auf Arbeit, dass alles da so reinkommt und so. Ne? Auch unsere Workshops habe ich ja da eingestellt und anders. Darum. Na, mal gucken, was sich dort ergibt, ne? Ja. Naja, Leute, dann bleibt mal gesund und munter. Gleichfalls. Na gut, dann lass es mal gut gehen, ne? Okay, meine Lieben, Bis bis zum Bis bald. bald. Tschüss. Mach's gut, ne? Ciao, Ja, ciao. tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Dann tschüss. Tschüss.